Herzlich willkommen zu meinem neuen Motovlog, Leute. Und wie ihr vielleicht seht hier, Leute, heute werden wir unter anderem mein schönes Mob nutzen. Ja, Leute, es hat gefühlt jetzt jeden Tag geregnet. Und sieht man den Dreck überhaupt hier oben? Ich weiß es nicht, aber es ist extrem hässlich. Also es biegt überall Erde gefüllt oben. Dreck, wir sind noch irgendwo in der Wiese herumgefahren. Digga, also das Moped hat sich jetzt mal einen kleinen Waschdurchgang von mir höchstpersönlich verdient, Leute. So, ich würde sagen, wir fangen direkt an hier. Mit dem Kercher, ich hoffe, wir machen hier nichts kaputt. Aber es wird schon von halten. Und ja, wie gesagt, das Moped ist richtig dreckig. Und ja, wir werden jetzt einfach ein bisschen das Moped putzen. Dann werden wir noch hier rumfahren, Leute, weil wir haben heute wieder mal schönes Wetter, Leute. Wie ihr seht, wir haben gefühlt 28 Grad oder so, extrem warm. Und da kann ich ja nicht mit einem dreckigen Moped fahren. Der hier schon, das triggert mich, dieser Dreck hier. Okay, Leute, let's go. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, angesteckt ist schon. So, jetzt sollten wir eigentlich nur mal hier das Wasser aufdrehen. So, Wasser ist jetzt aufgedreht. Okay, Druck ist auch schon da. So, jetzt schalten wir den Kercher ein, Leute. Und dann sehen wir uns mit einem so einen kleinen Carbon, Leute. Ich weiß, ich kann es wirklich 0%. Irgendwie so geile Bilder von irgendwie so Autos oder Mopeds machen oder so Videos. Aber auf jeden Fall, ich putze jetzt erstmal mein Moped. Ich blende euch natürlich ein paar Videos ein und ja, ich würde sagen, let's go, weil der Schlauch hat ein Loch. Scheiße. Da bin ich vielleicht mit dem Rasenmäher drüber gefahren. Jeden einzelnen Fleck noch entferne, Leute. Würde ich sagen, ich füge jetzt kurz das Carbon aus. Ah, mittlerweile ist es ein bisschen schierer geworden. Und ja, Leute, ich würde sagen, let's go.